In der Natur spielen Farben auf unterschiedlichste Weise zusammen. Wir können Farbreize nutzen, um die Attraktivität der Fotos zu steigern. Tipps dazu findet ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Angelika und möchte euch heute in die Welt der Farben in der Landschafts- und Astrolandschaftsfotografie entführen. Sowohl eine einheitliche Farbgestaltung als auch Kontraste sprechen uns auf angenehme Weise an. Die Grundlage für alles ist wie immer die Bildgestaltung und der richtige Moment, in dem wir auf den Auslöser drücken. Als Modell wähle ich den Farbkreis nach Itten, der auch in vielen Schulen gelehrt wird und deshalb einigen von euch vielleicht schon bekannt ist. In der Mitte haben wir drei Primärfarben, Gelb, Blau und Rot. Auf dem zweiten Kreis die sogenannten Sekundärfarben, die sich ergeben, wenn wir die angrenzenden Primärfarben mischen. Hier zum Beispiel Orange aus Gelb und Rot oder Violett aus Blau und Rot. Auf dem dritten Kreis schließlich haben wir die Tertiärfarben. Man erhält sie durch Mischen einer Primärfarbe mit einer Sekundärfarbe. Hier haben wir ein helles Violett, welches wir erhalten, wenn wir Rot mit der Sekundärfarbe Violett mischen. Die Frage ist immer, ob Schwarz, Weiß und Grau auch auf dem Farbkreis zu finden sind. Nein, nach Itten sind sie es nicht. Häufig werden sie deshalb als unbunte Farben bezeichnet. Die Primärfarben Rot, Gelb und Blau bilden per se starke Kontraste, kommen in Landschaften jedoch eigentlich nur in Blumenwiesen in Kombination mit einem grünen Hintergrund vor. Insbesondere der Rot-Grün-Kontrast kommt beim Betrachter eines Bildes besonders gut an. Auf dem Farbkreis sehen wir, dass die Sekundärfarbe Grün der Primärfarbe Rot gegenüberliegt. Man spricht deshalb von Komplementärfarben. Sehen wir uns das Rot in der Blumenwiese noch einmal genau an, so erkennen wir, dass es nicht den Farbton der Primärfarbe hat. Es ist eher in Richtung der Tertiärfarbe Violett verschoben. Das gilt auch für die Fotografie. Wir empfinden die Wirkung von Komplementärfarben als angenehmer, je weiter sie vom gesättigten Urton entfernt sind. Bei Rot ist besondere Vorsicht geboten. Auf diesem Bild sticht das satte Rot der Hochblätter der Drillingsblume sehr stark ins Auge. Das Weiß der Blüten steigert den Effekt sogar noch. Das Rosa der Pfingstrose wirkt dagegen angenehmer. Das Grün im Hintergrund darf stark gesättigt sein. So bekommt das Bild einen austarierten Warm-Kalt-Kontrast. Im Wald harmonieren die warmen Gelb-Brauntöne des Holzes mit den kälteren Grüntönen der Blätter, überwiegend Tertiärfarben. Im Herbst erleben wir einen wahren Farbenrausch. Allerdings müssen wir darauf achten, dass die Sonne scheint. Ansonsten wirkt alles fahl. Ist der Himmel bewölkt, kommt es darauf an, im richtigen Moment auszulösen. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Farbkreis, so finden wir uns in den Gelb-Brauntönen der Tertiärfarben wieder. Dieses Bild lebt nicht von Farbkontrasten, sondern ist eher eine Ton-in-Ton-Aufnahme. Sonnenauf- und Untergänge sind bei Profifotografen eine umstrittene Sache, weil sie leicht kitschig wirken. Ich zeige hier trotzdem einmal zwei davon. Diese hier ist ein Beispiel für ein Spiel mit Orangetönen und hier mit Rottönen. In diesem Bild steigern die weißen Schneeflächen und fast schwarzen Bäume die Wirkung sogar noch. Diese beiden Bilder leben nicht von Kontrasten, sondern von Nuancen einer Farbe. Bei den Sonnenaufgängen ändert sich das Farbspiel von Sekunde zu Sekunde. Es kommt also darauf an, genau im richtigen Moment auf den Auslöser der Kamera zu drücken. Das Gegenteil zu den kräftigen Farben der Sonnenauf- und Untergänge sind die zarten Farbnuancen des Winters. Gerade wenn der Himmel grau ist, können Schneelandschaften sehr farblos wirken, sodass sich eher ein Umwandeln der Bilder in Schwarz-Weiß empfiehlt. Deshalb suche ich gerade zu Winteranfang gern nach Bäumen, die noch Blätter haben. Deren sanfte Farbtöne heben sich dann vom weißen Schnee ab. Auch Nebel führt zu Farbnuancen, die häufig geheimnisvoll wirken. Hier schimmert der blaue Himmel kaum sichtbar durch den Nebel hindurch.
So viel zur Bildgestaltung. Nach dem kurzen Werbeblock geht es mit den Kameraeinstellungen und Astrolandschaftsaufnahmen weiter. Wer mehr Fotos von Cellapix sehen möchte, findet sie regelmäßig auf Facebook bei Cellapix und auf Instagram bei Cortelips. Die Links findet ihr in den Kanalinformationen dieses YouTube-Kanals. Wichtig ist auch, dass der Sensor der Kamera die Aufnahmen gemäß unseren Vorstellungen festhält. In den gängigen Kameras sind heute RGB-Sensoren verbaut. RGB steht dabei für Rot, Grün, Blau. Sie werden als Primärfarben additiv zu anderen Farbtönen gemischt. Im Menü der Kamera lassen sich häufig mehrere Optionen auswählen. Meine Erfahrung ist, dass die Farbtreue auf Monitoren in unterschiedlichen Programmen am besten erhalten bleibt, wenn ich sRGB wähle, also das Standard-RGB. Bei Astrolandschaftsfotos sind unsere Möglichkeiten bezüglich der Farben deutlich eingeschränkt. Der Himmel erscheint uns nachts bläulich. Wollen wir ihn fotografieren, müssen wir in den manuellen Modus gehen. Darüber habe ich im Video wunderschöne Astrolandschaftsfotos ausführlich berichtet. Leider funktioniert der automatische Weißabgleich nachts nicht wirklich. Deshalb gehen wir in Farbtemperatur wählen. Um die 3900 Kelvin herum haben wir bei Astrolandschaftsfotos Farben, wie sie unserem natürlichen Sehen entsprechen. Sie gehen ins Bläuliche. Diesen Modus können wir abends ab der blauen Stunde gut verwenden. Landschaftsfotos kann man nachbearbeiten. Bei Astrolandschaftsfotos kommt ihr nicht ohne Nachbearbeitung aus. Auch dazu gibt es Details im Video Wunderschöne Astrolandschaftsfotos. Deshalb empfehle ich die endgültige Justierung der Farbstimmung mit der Pipette zum Weißabgleich in Lightroom, Camera Raw oder einem entsprechenden Programm. Wollt ihr Fotos ausdrucken lassen, so verlangen Druckereien in der Regel CYMK-Dateien für den Vierfarbendruck. Dabei steht C für Cyan, Y für Yellow, also Gelb, M für Magenta und K für Key, das ist der Schwarzanteil. CYMK-Dateien könnt ihr in Bildbearbeitungsprogrammen aus RGB-Bildern erstellen. Die Farbtöne hängen jedoch von der Drucktechnik und der Papieroberfläche ab. Deshalb seid ihr gut beraten, wenn ihr euch bei wichtigen Druckdokumenten vor dem endgültigen Druck Kontrollausdrucke anschaut. Damit bin ich am Ende des heutigen Videos angekommen und danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like. Wenn ihr mehr dieser Tutorials sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, ihr nehmt einige Tipps für die Farbgestaltung in der Astrolandschaftsfotografie und der Landschaftsfotografie mit und wünsche euch viele farbenprächtige Fotos.